keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Muss morgen alles wieder laufen. Ferien sind schließlich vorbei. Bin schon gespannt auf die neuen Schüler. Bestimmt nette Typen drunter. Hallo, ich heiße P1. Hallo P1. Und wie heißt deine Chefin da drüben? Die heißt Pippi. Hallo allerseits. Hallo. Meine Stellen nicht werfen. Was macht das? 2360. Stimmt so. Danke, der Herr. Tja, also das ist Hubertus Müller-Kehlber. Berger hat uns ja leider verlassen. Echt blöd. Es war eine schöne Zeit auf Einstein. Ich werde im nächsten Jahr leider nicht mehr euer Direktor sein. Meine Frau, meine Tochter Leonie und ich, wir wollen wieder eine Familie sein und werden gemeinsam nach Indonesien gehen. Trotzdem, ich freue mich, dass wir uns alle gesund und munter wiedersehen. Elias, lass das! Hey, krass, was ist das denn? Sieht aus wie ein Tunnel. Kannst du mal nehmen? Vorsicht! Nicht, dass da noch mal was einstürzt. Was ist los? Warum machst du nicht weiter? Das geht nicht. Da ist irgendwas im Weg. Ein Gitter. Da kommen wir nicht weiter. Scheiße. Da passt nicht mehr du durch. Keine Chance. Und jetzt? Ich frage mich, wo unsere Prinzessin bleibt. Was ist für eine Prinzessin? Na, die neue Schülerin soll aus einem ganz alten Adelsgeschlecht stammen. Lässt wahrscheinlich gerade ihre Kutsche anspannen. 3-0. Ah. Ihre Verteidigung des Vorteams. Hallo? Ist hier jemand? Ich wusste gar nicht, dass Sie kickern können. Naja, normalerweise kommt man ja hier auch nicht ran. Ist ja immer voll. Stimmt, ist ziemlich leer hier. Sie da mal so. 3-1. Ach, das ist unfair. Sie haben mich abgelenkt. Ihr Problem. Ha! 4-1. Das gilt nicht. Ich war abgelenkt. Ihr Problem. Wovon denn? Hallo, junge Dame. Das Fahrrad bleibt aber draußen. Tut mir leid, aber es ist sehr wertvoll. Soll ich es nochmal sagen? Das Fahrrad bleibt draußen. Wir haben hier nämlich einen Fahrradkeller. Wer bist du denn eigentlich? Konstanze von Blumenberg. Ich suche mein Zimmer. Ah, das ist ja die Prinzessin. Elias, hör auf damit. Das bringt doch nichts. Aber irgendwie müssen wir doch hier rauskommen. Hilfe! Hat irgendjemand was zu trinken dabei? Oder zu essen? Oh Mist, ich habe meinen Rucksack mit der Naht vergessen. Das ist alles nur wegen dem Alten. Ob die überhaupt schon bemerkt haben, dass wir fehlen? Klar. Und was ist, wenn sie uns nicht finden? Vielleicht, wenn wir P1 losschicken und der Hilfe holt. Er passt genau durch das Loch. Hat er etwa eine Ausbildung als Bernardino oder was? Nein, aber wir können es doch wenigstens versuchen. Absolut. Was sollen wir denn sonst machen? Eben, der Monitor funktioniert noch. Wir können die ganze Zeit sehen, was er macht. Super. Aber wir sollten ihm was von uns mitgeben, damit sie uns finden. Warte mal. Du wirst sicher erst mal duschen wollen. 60 Kilometer mit dem Rad. Tolle Leistung. Von wegen. Ich habe 18 Minuten länger gebraucht, als ich es mir vorgenommen habe. Hab wohl nicht hart genug trainiert. Jedenfalls, nach der langen Tour ruhst du dich erst mal richtig aus. Ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin, sagt mein Vater immer. Während man schläft, ziehen die anderen an einem vorbei. Naja, wie du meinst. Jedenfalls deine neuen Zimmergenossin, Marianne und Pia, sind schon ganz gespannt, dich kennenzulernen. So gespannt offenbar doch nicht. Ziemliches Chaos hier. So, das Rad ist verstaut. Oh,
Hier herrscht ja auch nicht gerade Hochbetrieb. Ist das Rad in diesem Keller auch wirklich sicher? Was heißt denn auch nicht? Bei den Jungs war auch kaum einer. Komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. P1 schlägt dich super. Mist, hier ist kein Empfang, aber da drüben tropft es so. Ey, da vorne waren Ventilräder. Ich kann mal versuchen, das Wasser abzustellen. Dämlicher Idiot, du machst echt alles kaputt! Wieso, es tropft doch nicht mehr? Du hast ihn weggespült! Wahrscheinlich ist P1 jetzt tot! Müssen wir gleich so schwere Geschütze auffahren? Ja. Danke fürs Kommen. Ihr wundert euch sicher, dass wir euch alle zusammengerufen haben. Keine Angst, nichts Dramatisches. Na, wie man's nimmt. Laut Liste fehlen 8 Schüler. Vielleicht wollten die einfach nur ein bisschen länger Ferien haben. Nein, 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 nein. Das sind ausnahmslos Schüler, die bereits im Internat gewesen sind. Weiß jemand von euch, wo die sich rumtreiben? Wenn Feli und die anderen feiern sind, können wir sie doch nicht einfach so verpfeifen. Ronja, ja? Ronja, bitte. Vielleicht ist irgendwas Schreckliches passiert und sie brauchen unsere Hilfe. Gut. Ich hatte Feli vorhin am Handy. Oh. Ja, und? Weiter. Ich habe kaum was verstanden. Aber ich glaube, sie sind alle zusammen unterwegs. Wohin? Wozu? Was machen die? Wir haben nur irgendwas von einem Roboter gehört. Ansonsten Hackbraten. Was? Also, Thomas hat mich gegen 3 angerufen und er hat gesagt, er wäre in einer Stunde zurück. Seit 10. Meine Schwester sagt mir sonst auch immer Bescheid. Na, vielleicht haben sie ja kein Netz. Seit Stunden? Ganz ehrlich, Leute, die machen Party, oder? Hallo. Ja... Feli hat irgendwas von einer Party-Location gesagt. Schön. Dann gehen wir jetzt durch die Clubs und Diskotheken. Cool, super. Wer will mit? 1, 2, 3, 4. Jagen wir. Okay. Der Monitor geht wieder. Ey, habt ihr echt gedacht, das Spielzeug kann uns retten? Wenn P1 nicht nach draußen kommt, dann findet uns hier nie jemand. Jetzt hilft nur noch beten. Und? Nichts. Ich habe Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Die haben versucht, die Handys der Kinder zu orten, ohne Erfolg. Wahrscheinlich sind alle aus. Ja, und jetzt? Jetzt geht in eure Zimmer und versucht, ein bisschen zu schlafen. Versuchen zu schlafen? Wenn viele da draußen irgendwo rumirrt? Solange Mary nicht zurück ist, kriege ich garantiert kein Auge zu. Ist ja klar, dass ihr euch Sorgen macht, aber ganz ehrlich, wäre ja nicht das erste Mal, dass man beim Feiern die Zeit vergisst. Aber warum sollten Thomas und Mary plötzlich Bock darauf bekommen, mit 12-Jährigen abzufeiern? Mein Bruder kennt Hubertus erst seit ein paar Stunden. Dass die gleich gegen alle Regeln verstoßen,
Also Elias traue ich dir noch am ehesten zu. Ja, der war ziemlich auf Krawall gebürstet heute Morgen, als die Eltern aufgetaucht sind. Naja, Sie sind ja nicht allein. Wir sehen morgen weiter. Und jetzt ab in die Kurie. Schon, Thomas. Thomas. Was machst du denn hier? Ich konnte nicht schlafen, weil ich mir Sorgen wegen Feli mache. Oh. Ab ins Bett. Und die anderen sechs. Wartet mal, gestern Abend wollte er mich irgendwo mit hinnehmen. Wohin denn? War Feli auch dabei? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat irgendwas von so einer Location gesagt. Ich kann dieses Wort bald nicht mehr hören. Weißt du nichts Genaueres? Oh Mann, hätte ich ja nur besser zugehört. Wir machen uns gleich nach der Schule wieder auf die Suche. Genau, diese dämliche Location muss doch irgendwo sein. Nach der Schule? Ich sitze da nicht seelenruhig bei Mathe rum, solange Tommy verschwunden ist. Ich kann das auch nicht. Geht denn das, dass wir gleich den ersten Schultag sausen lassen? Das ist mir doch egal, ob das geht. Also, wer ist dabei? Gut, dann melden wir Suchtrupps. Ich bin für alle in der Redaktion erreichbar. Einverstanden? Na dann, los geht's. Wartet mal. Meint denn keiner, wir müssen der Schule Bescheid sagen? Ja, das übernehme ich. Solange der neue Direktor nicht da ist, übernimmt das ja eh mein Opa. Gut, Abflug. Hast du schlafen können? Geht so. Ich habe kein Auge zugetan. Was ist denn los mit dir? Keine Lust mehr auf Arschloch? Ich habe echt Schiss. Ich auch. Ja, wo ist denn der jetzt? Wer? Der P1, guck mal. Der ist draußen. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er ist frei. Er ist frei. P1 ist ein Held. P1 ist der Präsident. Er ist frei. Er ist frei.
Was passiert? Nein, ich ist ja zu weit weg. Ja, der schafft es trotzdem. Ja, er wird es schaffen. Ja. Er muss es schaffen. Er schafft es. Er ist unsere einzige Hoffnung. Deutsche Informatik, bis vor kurzem noch in China, stimmt's? Ja. Konstanze von Blumberg. Ich gehe schon mal rein. Weißt du denn nicht, dass der Unterricht heute ausfällt? Doch, wegen der verschwundenen Schüler. Ja, und beteiligst du dich da nicht an der Suche? Hat keinen Sinn. Ich kenne mich in Erfurt nicht aus. Ich leider auch nicht. Dachte ich mir. Deshalb können wir zwei Neuen hier schon mal alleine loslegen. Loslegen? Naja, Tabellenkalkulationssysteme und Datenmodellierung steht doch auf ihrem Lehrplan. Dein Ehrgeiz in Ehren, aber meine Stunden fangen ein bisschen anders an. Schon mal was von Qigong gehört? Ja klar, eine chinesische Meditations- und Konzentrationsübung. Okay, fangen wir an mit den 8 Prokaten. Okay. Hallo? Wo seid ihr denn gerade? Komm hier! Gut, dann geht Richtung Westen weiter. Geh doch endlich ran! Mensch! Alter, Leute, wo seid ihr denn? Seid ihr? Hallo, Roberto! Sag mal was! Komm hier! Seid ihr? Was soll denn das? Seid ihr hier? Komm hier! Habt ihr in den Kneipen und Clubs nachgefragt? Hauseingänge, Hinterhöfe, alles! Thomas! Wo seid ihr? Tommy, Philipp! Willi! Willi, Elias! Wo seid ihr von da? Komm hier! Wartet mal kurz. Thomas! Komm hier! Roberto! Thomas! Philipp! Komm hier, sag doch was! Willi! Alles abgesucht. Dann geht Richtung Westen weiter. Hi. Suchst du nicht mit? Ich bin Konstanze. Ah, verstehe. Und Konstanzes helfen nicht mit, wenn's brennt, oder wie? Wenn sie sich nicht auskennen, macht es keinen Sinn, oder? Ich möchte mich in leitender Position für die Zeitung engagieren. Ein paar Ideen für interessante Artikel habe ich bereits. Ja, ich habe da auch schon die perfekte Headline. Stinksaure Rollstuhlfahrerin überrollt wehrlose Trantüte, die doofen Wegen steht. Ja? Ich glaube, ich hab was. Ich hab gerade so einen kleinen Roboter aus der Gera rausgefischt. Mit einer Blume. Ein Roboter mit einer Blume? Ja, Mary hat so eine. Ja, aber solche Blumen gibt es doch wie Sand am Meer. Nicht die. Die hab ich ihr mal gemacht. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Das neue Mädchen hatte doch auch so einen selbstgemachten Roboter mit. Hier ist auch noch so ein Schild dran. Thermalbad Erfurt. Recherchiere ich sofort. Ich sag den anderen Bescheid. Gute Nachrichten? Und ob, ich habe die Überschrift für den nächsten Artikel. Konstanze informiert erfolgreich Einstellensuchtrupps. Die Liste arbeitest du mit mir ab und sagst genau das, was ich jetzt durchgebe. Hallo Bruno, hier ist Joe. Ihr müsst jetzt alle in die Schule kommen. Hallo? Liz hat mich gerade angerufen. Ihr seid alle was an der Gera gefunden. Ganz schön geruft aus, weißt du das?
Sobald wir draußen sind, gehe ich richtig fett shoppen und kaufe mir was Neues. Und ihr? Was macht ihr als erstes? Bruno in den Arm nehmen und nie wieder loslassen. Wir beide. Wir bauen einen neuen Roboter. Den P2. Okay. Obwohl, eigentlich müsste er P2P2 heißen. Vielleicht kann ich ja ein Instrument lernen, das man nur mit einer Hand spielt. Ich schleppe mir den alten von meiner Mutter vor. Verlass euch drauf. Und du, Tommy? Ich werde einer guten Freundin die Meinung geigen. Und du? Wenn ich hier wieder rauskomme, dann verspreche ich, dich nie wieder was Linkes machen. Was Linkes? Du? Was ich mir am meisten wünsche, das kann ich zum Glück schon jetzt tun. Als jemand kommt. Tami, Hubertus, komm mal, wo bist du? Wo seid ihr? Was seid ihr denn von einem Flugzeugersbau? Doch? Ja, dann bleibt mal der andere was übrig. Ihr seht ja, was hier ohne mich los ist. Ja.